Bonjour, meine Freunde, und herzlich willkommen in der Food Factory. Ich bin Hannes und wir machen heute einen Klassiker der französischen Cuisine, und zwar die Zwiebelsuppe. Ich muss dazu sagen, ich finde es gerade voll lustig, denn ich lese mich ja momentan in die französische Cuisine ein, was unglaublich spannend ist, und die besteht ja zum größten Teil aus so einfachen Basics, so ganz einfachen Bauernrezepten, und dazu zählt natürlich auch die Zwiebelsuppe. Und das war so ein typischer Moment beim Einkaufen, so bam, genau das will ich jetzt kochen, nur anhand von einer Zutat, die ich gesehen habe. Und zwar gab es da so einen kleinen Stand und die hatten französische Zwiebeln. Ist jetzt heutzutage ja nichts ungewöhnlich, dass die Zwiebeln jetzt nicht unbedingt aus Deutschland kommen, sondern überall von der Welt. Aber das sind französische Zwiebeln. Und wenn man eine französische Zwiebelsuppe machen will, dann nimmt man natürlich am besten auch Zwiebeln aus Frankreich. Und eine davon ist sogar was ganz Besonderes. Deswegen freue ich mich jetzt riesig und bin mal gespannt. Aber keine Angst, ihr könnt natürlich auch ganz einfach Zwiebeln aus eurem Garten nehmen, von eurem Bauern des Vertrauens und so weiter und so fort. Also ihr braucht da keine exquisiten Zwiebeln extra einfliegen lassen oder so. Wir starten einfach mal den Zutaten, ne? So Grundsachen lasse ich übrigens weg, wie Salz, Pfeffer, Öl, das solltet ihr alles daheim haben. Deswegen erwähne ich das jetzt hier nicht weiter. Ihr könnt aber das komplette Rezept mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wie immer unten in der Videobeschreibung finden. Wir haben hier einmal eine Schalottenart, dann habe ich hier gelbe Zwiebeln und hier habe ich noch die besondere Zwiebelart, wie erwähnt. Dann haben wir hier noch Knoblauch, ich habe eine Zitrone, ich habe Petersilie, ich habe Thymian, ich habe Weißwein, ich habe Sherry, ich habe einen Komet extra deswegen, wenn ihr die Rinde seht, der sieht aus, als wenn der extra lang irgendwo vergessen worden ist. Genau so ist es. Ist vom Aroma unglaublich stark. Ihr könnt natürlich auch gerne einen anderen französischen Hartkäse nehmen. Ich persönlich finde aber Komet, ich weiß nicht mal, ob man den überhaupt Komet nennt, besten dafür, weil er einfach so eine schöne Würze mit reinbringt. Und dann natürlich ein Baguette. Dann haben wir hier noch Lorbeer und Kümmel und Bauchspeck. Bei dem Fond handelt es sich um eine Mischung aus Kalbs- und Rinderfond. In der klassischen Version benutzt man nur Rinderfond. Ich habe den noch von Weihnachten übrig, also nehmen wir den mit. Apropos, wenn ihr jetzt vegan oder vegetarisch lebt, kein Problem, lasst den Bauchspeck weg und nehmt hier Gemüsebrühe. Der einzige Haken daran ist, ihr könnt mich jetzt vielleicht korrigieren, ich kenne noch kein gutes vegane Alternative für Käse. Wird vielleicht ein bisschen schwierig, ansonsten macht einfach ein ganz einfaches Knoblauchbaguette dazu, ist auch richtig geil. Apropos, Schluss, jeder kennt's, das Finish ist quasi die Käsehaube auf der Suppe. Ich habe ein einziges Problem, ich habe keine Suppengefäße, die ofenfest sind. Deswegen mache ich eine kleine Abwandlung, wir machen am Schluss ein schönes Baguette und überbacken das im Ofen und reichen das dann dazu. Wie schon gesagt, klassische Version ist einfach eine Käsehaube, das könnt ihr dann gerne machen. Also starten wir auch schon rein mit unseren Zwiebeln. Ich habe jetzt unter Tränen die Zwiebeln geschält. Apropos Tränen, warum weint man eigentlich, wenn man Zwiebeln schneidet, schält und so weiter? Das liegt daran, dass im Inneren der Zwiebel ein Enzym ist, das heißt Alinase. Und wahrscheinlich betont man das Wort Nase jetzt nicht so wie ich gerade. Und im Grunde reagiert es mit einer weiteren Substanz, die in den Zellwänden ist. Und zwar befindet sich in den Zellen eine schwefelartige Aminosäure. Und die zwei, bam, knallen aufeinander, bilden dadurch ein Gas, das unsere Schleimhäute angreift. Und deswegen weinen wir oder kriegen gerötete Augen, wenn wir Zwiebeln schneiden. Warum nehmen wir eigentlich drei verschiedene Zwiebelsorten für die Zwiebelsuppe? Natürlich, weil jede Zwiebelart und Sorte ihren eigenen Geschmack mit reinbekommt. Ich schneide jetzt hier zum Beispiel die Schalotten. Das sind jetzt so violette Schalotten. Die sind unglaublich gut ausgewogen. Das heißt, wir haben hier ein unglaublich gutes Aromenverhältnis zwischen der Bitterkeit, der Schärfe und der Süße. Deswegen benutze ich gerade die Schalotte gerne, wenn ich irgendwo nicht so die Dominanz haben möchte. Eine Zwiebel wäre zum Beispiel vom Geschmack her viel zu stark, dann nehme ich eine Schalotte. Nehmen wir einfach mal Beispiel Risotto. Wird klassisch ja mit Schalotten gemacht. Die gelbe Zwiebel jetzt im Gegensatz, die hier noch mit liegt, ist schon ziemlich süß, hat aber auch eine gewisse Bitterkeit mit drinnen. Aber trotzdem überwiegt hier eigentlich eher die Süße und vor allem auch, dass sie nicht
allgemein extrem scharf ist. Nehmen wir mal ein Beispiel von scharfen Zwiebeln. Im Supermarkt, wenn ihr seid und ihr kriegt irgendwo diese 5 Kilo oder 3 Kilo Packs von diesen kleinen Mini-Haushaltszwiebeln. Die zum Beispiel sind unglaublich dominant. Sie sind scharf, sie sind bitter und unglaublich stark im Aroma. Wenn ihr absolute Zwiebellover seid, dann nehmt die, die bringen nochmal so einen gewissen Kick. Wir wollen hier eigentlich eher diese feine, dieses leichte Süße mit reinbringen. Hier sind sie, die besonderen Zwiebeln unserer Highlights der französischen Zwiebelsuppe, und zwar die Roscoff-Zwiebel. Die Schale ist kupferfarben, geht so leicht schimmerungsmäßig so ins Pinke, fast schon metallenerisches, finde ich unglaublich cool, allein schon vom Aussehen her. Die Geschichte ist aber unglaublich interessant und hat drei Kapitel. Kapitel Nummer 1, wie ist die Zwiebel aufgetaucht? Die Entstehung ist, um 1647 brachte ein Mönch die Zwiebel aus Lissabon mit, beziehungsweise die Samen der Zwiebel aus Lissabon mit, pflanzte die dann im Klostergarten ein, und zwar im betonischen Roscoff. Und daher kommt natürlich auch der Name. Kapitel Nummer 2, die Seefahrt. Wenn ihr mal irgendwo diese Zwiebeln in einem Netz findet, schaut mal drauf, ich blende es hier euch mal ein, zu 90% sind irgendwelche Schiffe oder irgendwas mit der Seefahrt drauf. Hat folgende Geschichte, denn die Zwiebel wurde dann als Hauptproviant eingesetzt für die Seeleute, denn sie schützte den Seefahrer vor Skorbut. Kapitel Nummer 3. Wie ging es weiter? Ziemlich lang, oder eigentlich ziemlich spät, das ist bei 1828, kamen Bauern auf die Idee, die Zwiebel zu exportieren, und zwar nach Großbritannien. Die Zwiebel wurde dort drüben extrem beliebt und die Bauern extrem reich. Okay, das war's mit der Geschichte. Starten wir also mit der Verarbeitung. Im Grunde ganz genau wie die anderen auch. Wir schälen sie und schneiden sie klein. Vom Aroma her sind sie unglaublich mild, leicht süß, haben ein weißes Fleisch. Ich habe den Knoblauch jetzt geschält und jetzt liegt es ganz an euch. Ihr könnt ihn einfach ein bisschen grob hacken, ihr könnt ihn fein reiben. Ich schneide das Ganze jetzt einfach ein bisschen klein. Das waren jetzt insgesamt 4 Zehen Knoblauch. 3 davon haben wir klein geschnitten und eine heben wir uns auf. Die brauchen wir dann später für unser Baguette. Zwiebeln drin, wir haben den Speck drinnen, wir haben den Thymian drinnen, und das Ganze tun wir jetzt langsam erhitzen. Ich habe es wirklich jetzt hier auf Stufe 3 stehen. Man kann jetzt schon sehr schön sehen, die Zwiebeln haben eine tolle Farbe angenommen, gehen jetzt so leicht ins Karamellfarbene über. Ich habe jetzt hier Kümmel, ist ungefähr so ein Teelöffel voll, den tun wir jetzt leicht andrücken. Kümmel und Zwiebel, das ist eine Harmonie, die zwei ergänzen sich unglaublich gut, kommt mit rein. Ich fand es jetzt toll, weil man hat jetzt quasi die letzten Minuten immer mehr sehen können. Desto heißer der Topf wird, desto mehr verbinden sich miteinander die Aromen. Das heißt, der Speck lässt sein Fett raus, die Zwiebeln nehmen es auf, die Zwiebeln geben die Süße ab, der Speck nimmt sie auf und der Thymian gibt einfach sein Aroma an beides ab. Jetzt haben wir den Kümmel mit drinnen und den Knoblauch mit drin. Die erwärmen wir jetzt kurz noch mit und dann löschen wir das Ganze auch schon ab mit unserem Sherry. Ihr könnt natürlich auch Cognac nehmen, ich habe jetzt in dem Fall Sherry, oder ihr lasst es einfach weg, ist jetzt mehr optional. Dann geben wir jetzt den Weißwein mit rein und geben jetzt unsere Brühe mit rein. Dann kommt jetzt noch rein ca. 2 Lorbeerblätter, beziehungsweise das sind jetzt halbe. Und das Ganze lassen wir jetzt köcheln, nochmal für 20 bis 40 Minuten auf niedriger Hitze, je nachdem wie viel Zeit ihr habt. Dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, wir haben am Anfang beim Ankaramellisieren keinen Zucker mit rein. Warum nicht? Wir haben ja ziemlich süße Zwiebelsorten von Anfang an schon genommen. Deswegen verzichte ich drauf. Gegebenenfalls am Schluss dann, wenn wir sowieso mit Salz, Pfeffer nochmal abwürzen, eventuell dann noch ein bisschen was dazugeben. Und ansonsten würde ich das einfach nur von dem alleinigen Geschmack natürlich von den Zwiebeln. Zudem haben wir natürlich den Sherry drin und auch den Weißwein. Sofern ihr jetzt natürlich keinen extrem trockenen Weißwein nehmt, bekommt ihr da auch nochmal so eine natürliche Fruchtsüße mit rein. Hier habe ich jetzt das Baguette, das schneiden wir einmal in der Mitte durch. Geben wir jetzt ein bisschen Olivenöl drauf. Und die legen wir jetzt in eine heiße Pfanne rein.
So, in der Zwischenzeit reiben wir unseren Käse. Dazu schneiden wir hier die Schale ab, beziehungsweise die Rinde heißt es ja. Jetzt hier in der Pfanne unser Brot rösten, machen wir noch ein weiteres Topping. Und zwar eine unglaublich geile Kombination aus Zitrone und Petersilie. Das kommt dann quasi oben als Topping auf die Suppe drauf. Die Petersilie grob hacken. Und da rein reißen wir jetzt einfach ein paar Zesten von der Zitrone. Ich persönlich muss zugeben, ich kannte das Topping noch gar nicht. Mein Bruder hat das mal gemacht, wo er Zwiebelsuppe gemacht hat. Und ich fand die Aromatik sehr genial dazu. So, jetzt kennt ihr den Klassiker. Warmes Baguette, Knoblauch, schön einreiben. Und jetzt nehmen wir einfach den Käse, drehen den schön oben drauf. So, wer mag, kann jetzt noch ein bisschen Thymian mit oben drauf machen. Passt auch sehr gut mit dazu. Das kommt jetzt bei mir in den Ofen. Ich habe den schon vorgeheizt, der läuft jetzt auf Grilloption, das heißt oben schaltet sich noch das Grillrost mit ein und dann wird es einfach jetzt von oben gratiniert und fertig ist dazu unser Baguette. Dann heißt es nur noch anrichten, servieren und genießen. So, el voilà, unsere Zwiebelsuppe. Oh, geil! Ich habe es jetzt noch leicht abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, doch noch eine ganz kleine Prise Zucker und ich habe noch ein bisschen Thymian rein und habe das Ganze jetzt, insgesamt waren das jetzt nochmal 20 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt die reine Kochzeit beträgt, also 40 Minuten. So, jetzt geben wir da drauf noch unser Topping, Petersilie mit Zitrone, ruhig reichlich, vermischt sich dann mit jedem Löffel. Dazu jetzt noch unser Käsebaguette und el voilà. Unsere französische Zwiebelsuppe. Ich wünsche einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachgucken, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer habt die Ehre, euer Hannes aus der Food Factory. Servus!